Hallöchen, ja, der Nadelfeer und willkommen zurück bei Murder in the Alps, wo es weitergeht hier im Hotel und ich jetzt runtergehe in den Speisesaal. Good morning, Anna. Oder auch nicht. I hope you slept well. Will you join us for breakfast? Of course. I'd like to hear more about Gerhard while we eat. Richtig, denn es gilt nach wie vor, Gerhard zu finden, den Dritten im Schmugglerbund. Echt, ich muss mir was einschenken. Okay, dann nehme ich nochmal. Ja, genau, die nimmt 4 Stück Zucker. Okay, und dann auch hier das Teechen rein. Dreimal gedunkt, schon ist fertig. Gut, dann nehme ich mir die Tasse Tee. So, what's Gerhard like? Is he a local? Gerhard is from the town in the valley below. He also runs a bar there, which is how our partnership started. Indeed. His bar was a great place to sell our goods, with lots of passers-by and plenty of regulars too. But more importantly, Gerhard could sneak across the border unnoticed. That really helped our operation. I see. Was he upset that you wanted to quit the business? Well, at first, yes. Gerhard tried to talk us out of it, but he saw the light eventually. So who's after him now? Any clues about this mysterious group? I haven't the slightest idea. This is a quiet region, Anna. We don't get many outsiders. Otto is right. Only silly rumors going around town sometimes. What kind of rumors? Duh, nothing to do with Gerhard. Just chitter-chatter about small groups of uniformed people passing in the night. The townsfolk say they have never seen uniforms like that. They have no idea who the people were. Where were they heading? Nobody dared follow them. But rumors point towards Germany. And rumors about their identity is what troubles me most. Oh, who were they? A Nazi paramilitary organization, known as the Brown Shirts. Oh, no. I hope they have nothing to do with Gerhard's disappearance. Let's stick to the facts, gentlemen. Let's find Gerhard's journal and see what it says. Agreed. Father, could you search the cellar? Anna and I will investigate the cabin. So, do you think Gerhard hid his journal in the cabin? It's possible. But I boarded up the door after the murders. Ah, then we'll need a pry bar to pull the nails. Yes. I think I used one to patch up Giovanni's room upstairs. Room number 8. Let's go there first. Echt? Hatte die Tür nicht, mit einem Messer aufgemacht? Komm, jetzt hat er es verschlossen, okay. Oh, echt jetzt? Okay. All my tools are here, so we should find the pry bar too. Warum renoviert er denn da? Warum reißt er denn die ganze Scheiße da runter? Na, ist ja auch egal. So, also. Ein zugemüllter Werkzeugschrank. Beziehungsweise, ja, das war mal der Kleiderschrank vom lieben Giovanni. So, jetzt, was gibt's zu finden? Eine Mundharmonika. Okay, düdüp. Eine Schere. Brecheisen, Zange, Messer, Brille. Was ist die Brille? Da ist die Schere. Da steht das Brecheisen. Wo war das Messer? Ja, hier ist die Zange. Ein Messer liegt. Drei unterschiedliche, beziehungsweise zwei unterschiedliche Messer. Ein Zirkel. Da ist eine Pistole drin, warum auch immer. So. Zirkel und noch ein Messer gilt es zu finden. Ein Bleistift und ein Lineal. Sehr gut.
jetzt hier mal durch. Bekomme ich mit bloßen Händen nicht auf. In der Farbe, die ich umrühren muss, ist Schmutz. Okay. Sehr schön. Okay, grüne Farbe. Oh Mann. Okay, eine Handsäge. Sie klemmt. Warte mal, da brauche ich den Griff hier. Okay. Dann braucht es noch Holzspäne, nach wie vor den neuen Zirkel und das Messer. Da ist eine Holzspäne, okay. Nur wo ist jetzt... Da ist der Zirkel, aber das Messer. Da ist eins, hier liegt eins rum. Nur das andere Messer sehe ich nicht. Ist da oben irgendwo was versteckt? Okay, also dann zurück, runter, Erdgeschoss, Vorhof, Weg zur Hütte. Okay, natürlich, wie war das jetzt? So, aufmachen. Damn, I didn't clear the path after last week's blizzard. The snow is too deep to pass. Did you see a shovel on the way here, Anna? Wait here, Otto. I'll go back and check. Oh, Kind. So. Great. I found a shovel. Yes. Wunderbar. Okay. Dann mit der Schaufel den ganzen Rotz hier wegräumen. Ja, genau. Schön. Okay. Thank you. Let's take the planks off that door. Jawohl, wird erledigt. Einmal, zweimal, dreimal, sehr schön. Und rein geht's. Let's look around. This cabin was where Gerhard planned our smuggling routes. Und da stehen auch ganz viele. Standen die da auch schon? Beim letzten Mal, als ich hier gewesen bin? Ich glaube nicht. Naja, wie auch immer. Okay, also, Seil, Berg, Besen. So, da ist der Berg. Ein Seil, Besen und ein Auge. Da ist das Seil. Da ist der Besen. Da ist eine Dose. Und wo ist das Auge? Auge, Auge, Auge. Steckt sich noch irgendwas? Das Auge, ich sehe es nicht. Tadam, tadam, tadam. Nee. Okay, dann Schrank mal öffnen. Also, da ist der Kompass. Da ist so eine komische Tasse. Da ist Norden. Kann ich da irgendwie? Naja, den Hammer brauche ich anscheinend auch noch irgendwo für. Tomate. Nur wofür? Vielleicht für das Fenster? Hammer kann ich irgendetwas noch machen. Sie klemmt.
Jawohl. Professioneller Schlossknacker. So, ein Lichtstrahl, eine Statute und eine Münze. Sehr schön. Doch wo ist jetzt das Auge? Das letzte. Muss hier irgendwo sein. Ach, die meinen das Astloch. Oh, okay. I haven't found anything interesting. Have you had any luck? Any sign of Gerhard's journal? Unfortunately, no. Just this ornate mate cup. Come again, Anna? Yerba mate is a traditional tea from South America. This cup wasn't bought locally. How peculiar. I've never had any guests from South America, and I certainly wouldn't serve tea up here. It's not hospitable, for goodness sake. That's odd, but I don't see how it links to Gerhard. Perhaps Father Lenz has already found the journal in the cellar. I hope so. Let's talk with him and find out. Okay. Ne, warte mal. Verdammt, da galt's noch ein Foto zu machen. Scheiße. Okay, gut. So, Weg zur Hütte. Es ging hier hin. Backyard. Strange. The doors are shut. Father, are you in there? Somebody's left a message on the door. Great, I found a message. Ja, die hing ja auch an der Tür, du Nase. Ey, ganz im Ernst. Okay. Gut. Consider this your final warning. Heavens. Who wrote this? Where's Father Lenz? Somebody's on to us, Otto. We should go back to the hotel and keep our eyes peeled. Yes. Yes. I hope Father Lenz is still in the hall. There's a spare cellar key there too. Okay. Dann würde ich sagen, geht's zurück. Wir treffen uns im Speisesaal. There's no sign of Father Lenz. I should look for a spare key in the cupboard. Ja genau, guck's mal hier in dem Messi-Schrank nach. Der sieht genauso aus wie irgendwie. So, also, was wird benötigt? 6 Edelsteine. Okay, sind diese kleinen blauen Dinger. Oder die haben andere Farben, kann auch sein. Oh Gott, ein Eichhörnchen ist da hinten. Dann brauch's noch einen. Ah, es sind unterschiedliche Edelsteine, okay. Apfel, Feder, Pfeife, Feuerzeug ist da unten. Da ist eine Gabel. Der Spiegel ist verdeckt jetzt. Na, der war ja sonst immer. Ja, also lag sonst immer frei. Das heißt hier. Da ist der Engel. Da ist eine Pfeife. So, ein Fohlen ist dort. Ein Apfel, noch mehr Edelsteine und ein Korkenzieher. Feder, heißt ja die Sache, wo die jetzt ist. Korkenzieher, ich sehe es natürlich mal wieder nicht. Könnte eine Weile dauern. Aber hey, so ist es. Sie ist verschlossen. Eine Fliege. Oh, okay. Warte mal, hier muss jetzt der Schlüssel irgendwo liegen. Dort. Dann ist da noch ein Edelstein. Sonst noch irgendwas hier zum Mitnehmen.
Korkenzieher. Beziehungsweise jetzt kann ich ja... Kann ich doch nicht. Ah, da ist der Apfel gewesen, okay. Jetzt die Feder noch finden und den Korkenzieher, die sich echt gut versteckt haben. Und noch drei Edelsteine. Die hier auch irgendwo noch rumliegen müssen. Versteckt überall. So. Ist gerade echt schwierig, hey. So. Ich werde jede andere jetzt schon fünfmal gefunden, ne? Na komm. Kann doch nicht so schwer sein, hier eine Feder zu finden. Ah, da war sie, okay. Der Korkenzieher. Und noch zwei Edelsteine. Der Korkenzieher. Boah, also echt. Okay. Da ist noch einer. So, und der letzte muss irgendwo noch. Okay, dann scheint hier im Safe sein. Nur wo? Ach, da unten liegt er. Okay. Okay. Hat was länger gedauert, aber hey. Let's go to the cellar. I fear something terrible has happened. So, okay. Zum Tor, zum Hinterhof. Have you found the key, Anna? Can you unlock the cellar door? Ja, kann ich. Schlüssel. Rein damit. Angucken. So, okay. Ich brauche jetzt wieder Energie. Okay, das heißt, ja, hier im Keller geht's beim nächsten Mal weiter und ich bin gespannt, was ich dort finden werde. Was mit dem Pater ist, ob der verschwunden ist, ob der jetzt irgendwo hier rumliegt. Ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Und ja, an dieser Stelle wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.